Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim mit Gustavsson der Vierte. Ja, wir müssen jetzt zur Dämmerwacht. Und ihr bringt kein Sklave gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Nein, nicht zur Dämmerwacht. Dämmerfestung oder irgendwie sowas. Weiß nicht, wie das Zeug hier heißt. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Wo? Warum seid ihr hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Kann ich der Akademie beitreten? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich bin auf der Suche nach dem Wissen aus den Schriftrollen der Alten. Wirklich? Es stimmt, dass einige hier das Wissen um die Schriftrollen jahrelang studiert haben. Aber was ihr sucht, ist nicht so einfach zu finden. Und es kann jene ohne starken Willen vernichten. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Okay. Würdet ihr dem Drachenblut Zutritt gewähren, holde Maid? Drachenblut? Es ist so lange her, seit wir Kontakt mit den Graubärten hatten. Habt ihr wirklich die Stimme? Ich wäre sehr beeindruckt, wenn ich das sehen könnte. Habt ihr das gemacht? Dann stimmen die Geschichten. Ihr seid das Drachenblut. Normalerweise müsstet ihr ein paar Kenntnisse in einer der Schulen der Magie nachweisen. Aber ihr... Ich glaube, es gibt vieles, was wir voneinander lernen können. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Jo, dann folgen wir mal. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand, selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Ja, okay. Wenn es dir Spaß macht. In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Aha. So, ich mach hier die Brunnen an. Ja, die Brücke hat auch schon mal bessere Tage gesehen. So. Springe! Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein. Ja, nee, aber egal. Die Akademie besteht immer. Keine Zeit zu warten. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Willkommen an ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Ja. Ich würde mich gerne umsehen. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit Tausenden von Jahren eine feste Institution im Himmelsrand. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Okay. Das Akaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers.
Okay. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Höllstufe. Also, bist du Single, oder? Biegt jetzt einfach ab. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Okay. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drinnen seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Was sagt sie im Drachenmund? Oh, gehen wir mal mit. Einfach so. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Okay. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Ja, haben wir gleich. Wenn wir mit der Führung über das Gelände fertig sind, können wir reden. Erstmal will ich jetzt futtern. Mhm. Super. Ach, da geht's auch drauf. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdir haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Okay. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Mhm. Tolfdir ist vermutlich schon dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer leitenden Mitglieder. Okay. Oh, das war eine sehr spannende und aufschlussreiche Führung. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht okay. Sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Ich bin zu früh. Willkommen, willkommen. Ja. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Ja. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Okay. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an.
bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Eine Katastrophe. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Die Stimme kommt mir bekannt vor. Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Das ist doch eigentlich relativ. Ihr wollt euch lieber ganz heraushalten? Ja. Ich bewundere eure Zurückhaltung. Aber manchmal muss man auch Entscheidungen treffen, ohne alle Fakten zu kennen. Verlasst euch auf euren Instinkt. Das ist doch für uns alle recht neu, nicht wahr? Versuchen wir es doch wenigstens einmal. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Nö. Schon gut. Ich kann euch einen sehr einfachen Schutzzauber beibringen, der für diese Unterrichtsstunde ausreicht. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen... wirken und ihr blockiert ihn mit Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Okay. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet. Ihr müsst euren Schutzzauber aufrecht halten, sonst wird es nicht funktionieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Okay. Haltet still. Sehr gut gemacht. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laub... der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Sartal, hier in der Nähe begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Das machen wir dann später irgendwann mal. Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Seid ihr wirklich sicher, dass wir uns unterhalten müssen? Du bist mir doch gefolgt. Vollvogel, du. Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkaneum und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Ja. Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Natürlich das, tue ich das. Habt ihr nun eine? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Ich muss eine finden und ich habe gehört, dass ihr mir helfen könnt. Ich weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat.
Aber ich werde tun, was ich kann. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Hier, bitte, kleckert sie nicht voll. Okay. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Dieses Gedankenbuch ist komplett unverständlich. Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Wohin ist er gegangen? Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Finde Septimus Signus. Ja, dann machen wir das mal. Was ihr? Nein. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand. Wir müssen hier hinten irgendwo hin. Mal kurz Karte gucken. Aha. Wir haben noch einen langen Weg und Fußmarsch ist vor uns. Das wird witzig. Halbwegs mit dem Arsch im Wasser. Ey, wir müssen nämlich keinen Schnuppen holen hier. Wird doch nicht sein. Oh. Jedenfalls. Jetzt habe ich kalte Füße. Ich habe kalte Füße bekommen. Ich will ein bisschen umkehren. Getötet. So. Dann müssen wir hin. Also am besten nämlich hier runter. Hier am Rand, wo die Eisschollen.
Schwierigkeit für sie. Das ist doch... Was ist das denn? Stahlgas, cool. Keine Ahnung, was das bringt, aber Stahlgas, cool. Lasst ihr nicht stören, ich will hier nur kurz da vorbei. Keine Sorge, ich tue euch nichts. Da ist ein Boot. Da ist ein Eingang. Schnippeli, schnapp. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Okay. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit der Schriftrollen der Alten auskennt. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davon gemacht. Das glauben sie zumindest mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Okay. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Okay. Und wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus, Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. Ja, wow. Das in kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen, oder eine nicht? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Was wollt ihr? Seht dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Okay. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Wälle, beim Turm von Sarg, Alfdant. Der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter. Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Wie gelange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dwemer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dwemer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch okay. Leider
Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Okay, ja. Oh. Oh. Was für ein komischer Kauz. Oh, wir müssen jetzt ganz hinwandern. Nach da oben hin. Schon wieder so ein langer Fußmarsch. Und wenn ich wanderte durchs finstere Tal. So war mir alles doch ganz egal. Der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Tut mir zur Leitung des Armes hier, aber meine Sammlung ist halt auch wichtig. Oh. Nur nicht den Kopf verlieren. Den hat es zerlegt. So, komm, die Dolch nehmen wir auch mit, den kann man gut verkaufen. Wir müssen aber weiter. Ja. Hä? War hier nicht gerade noch? Aha. Sausack. Jetzt verkrümelt er sich einfach. Also wirklich, das ist ja unerhört. Jetzt sind wir wieder hier. Hier ging es auch irgendwie nach oben. Soweit ich mich erinnere. Manchmal denke ich, jetzt großartig aufbrechen lohnt sich nicht mehr. Also gehen wir
in die Taverne. Wo es nochmal aus, wie groß hat man das schafft. Was gibt's denn? Als ob ein schreckliches Monster explodiert wäre. Ärger oder so? Es war eine kleinere Fehlkalkulation. Ich habe sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Hat Ran mir euch schon um ein Getränk angebettelt? Das ist verschwendetes Gold. Haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie, Nelaka? Meine Tage an der Akademie sind lange vorbei, aber ich bleibe gern in der Nähe. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir. Ich möchte ein Zimmer mieten. Für heute gehört das Zimmer euch. Dankeschön. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. So, wir legen uns schlafen. Es ist 10 Uhr abends. Passt ja eigentlich wie Faust aufs Auge. Ja, komm, bis 6 Uhr morgens. Sollte reichen. So, wir schlafen jetzt heute. Bis zur nächsten Folge. Also nächste Woche. Bis dann. Tschüss.